Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Frauenknascht. Ivo im Frauenknascht. Nein, auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Oh, der arme Fuchs. Also irgendwie tut er mir ja schon leid, obwohl er ja schon ein bisschen korrupt ist. Und wir erinnern uns an die eine Folge, wo er vorne irgendwie... Geht gerade nicht. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber das hier ist doch... Und unterhaltsam. Eigentlich vor allem unterhaltsam. In Ordnung. Los, los. Befehl der Ratsvorsitzenden. Okay, benutze das Plakat mit... Ich glaube, ich muss es draufkleben, wenn er steht, oder? Selbst wenn ich es schaffen würde, das Plakat unbemerkt an... Am Ende bekommt er noch eine... Selbst wenn ich es schaffe, am Ende bekommt er noch eine Belobigung, weil er sich mit dem Wanted-Plakat zu einer laufenden Litfaßsäule gemacht hat. Okay, wir müssen irgendwas anderes damit machen. Viele sagen, Herr Schildträger sei die schlechteste Stadtwache, die Seefels jemals hatte. Damit haben sie recht. Wir Ratten sehen das anders. Er ist faul, nicht sonderlich clever und falls er mal durch die Straßen patrouillierte, schepperte und quietschte seine Rüstung so sehr, dass man ihn von weitem hörte. Ist doch super. Die Tür sieht ziemlich massiv aus und ist bestimmt abgeschlossen. Und selbst wenn nicht, Schildträger würde bemerken, wenn sie geöffnet wird. Ich muss ihn loswerden. Am besten alle beide. Versuch's nochmal. Okay, was können wir denn machen? Wir müssen das Plakat... Das Feuer brennt jede Nacht. Früher hat sich Herr Schildträger gerne Würstchen und dergleichen darüber gebraten. Aber seit er eine Dimension eingebüßt hat, ist es damit vorbei. Was er wohl tut, wenn es mal regnet? Und ich habe auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Ein paar Stückchen verkohltes Holz sind durchs Rost gefallen. Ich schnapp mir eins davon. Na, dann können wir vielleicht hier drauf was malen. Benutze Nein. Kohle mit... Auch das hängt nicht ganz gerade. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. Okay, und jetzt können wir... Das könnte gehen. Aber nicht jetzt. Wenn Herr Schildträger das Rebellensymbol auf dem Rücken kleben hätte, würde er sicherlich versuchen, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Aber ich kann nicht einfach hingehen und ihm das Plakat auf den Rücken kleben. Wenn er mich bemerkt, reicht ein Schlag. Und das war's mit mir. Ja, wir machen das gleich dann, wenn er... Zeit, Herrn Schildträger zur Werbefigur des Widerstands Nein. zu machen. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Hopp. Was zum... Was ist das? Hey, Fuchs, hab ich da was auf dem Rücken? Kannst du was sehen? Nö. Und ob ich was sehen kann? Was ist da? Klebt da was? Was würde die Ratsvorsitzende wohl dazu sagen, wenn ihre eigene Stadtwache Propaganda für die Rebellen macht? Propaganda? Aber ich hab doch gar nicht... Kein Problem. Ich werde sie schon entfernen. Könnte ein wenig wehtun. Aber nein! Haltet diesen Widerstandssympathisanten! Okay, liegt... Ja, da liegt der Schlüssel. Am Schlüsselbund der Stadtwache sind drei Schlüssel. Einer davon dürfte für die Eingangstür der Wache sein, ein anderer für die Zellen. Ja, dann nimm ihn doch, Timmy. Komm, hopp. So, und dann geben wir ihn direkt... Das ist schon das zweite Mal, dass ich einen der größten Helden Aventasiens befreien muss. Timmy Mauskowitz, Befreier von Helden. Ivo, ich habe die Schlüssel. Tatsächlich? Gut gemacht. Kommst du ran? Nein, aber hier drin ist eine Decke, die ich in Streifen reißen kann. Na guck, mit sowas geht's doch.
Das wäre das. Du bist ganz dick. Ich bin schwanger. Irgendwie. Wo sind Wilbur und die anderen? Im Untergrund. Ich sag ihnen Bescheid, dass du hier bist. Aber wo... Okay, wir sind wieder frei. Wir können natürlich auf keinen Fall nach oben gehen. In Richtung... Aber wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ist jetzt gerade das Spiel abgestürzt oder was ist passiert? Ach, die Tür kann ich nicht. Okay. Dann betrachten wir die Statue. Wenn es zu einer Revolution kommt, müssen Statuen immer als erstes dran glauben. Ich weiß nicht, wen diese Statue darstellt, aber ich bin mir sicher, dass die Leute der Ratsvorsitzenden sie verunstaltet haben. Nein! Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten. Jetzt habe ich die Stimme endlich erkannt. Das ist es Angelina Jolie? Oder? Meine Güte, jetzt mache ich hier schon 30 Folgen und jetzt erkenne ich langsam die Stimme. Es wird sie doch sein, oder? Synchronstimme von Angelina Jolie. Vom gefeierten Helden zum Staatsfeind Nummer 1,5. Steile Karriere, Wilbur. Dann haben wir hier noch einen Eimer. Ein Eimer mit einer übel riechenden, klebrigen Schleimmasse. Wenn ich sowas mal brauche, weiß ich, wo ich es finden kann. Was hast du gegen Trollrotz? Trollrotz wird in der Industrie als wirksames Industrieklebemittel eingesetzt, also. Naja. Okay, gehe zum Hauptplatz. Haben wir hier noch irgendwas? Da können wir noch in die Bäckerei reinschauen. Salzige Brezel mit Zuckerguss überzogene Krapfen, die zusammen mit scharfem Senf und etwas Sauerkraut. Das wär's jetzt. Ja, das gibt's bei McDonald's als das neue Schwangerschaftsmenü Nummer 1. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Seefels ist dieser Tage ein gefährliches Pflaster. Aber hier draußen kann ich wenigstens etwas dagegen tun. Okay, wir schauen mal hoch zu Jorge. Vielleicht ist der jetzt irgendwie... irgendwie... Ui, er ist weg. Ja, dann kontrollieren wir lieber schnell mal hier den Platz. Vermutlich wurden all diese Waren angeliefert oder zumindest bestellt, bevor Van Buren die Macht übernommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Luftschiffkapitän, der noch alle Tassen im Schrank hat, im Augenblick Seefels anfliegen würde. Okay, was ist mit dem Kran? Der Kran ist neu. Wenn es ums Geschäft geht, waren die Händler in Seefels schon immer sehr innovativ. Einer wollte mir einmal die Lizenz für einen Apfel verkaufen. Der Apfel sollte mir nicht gehören, nur das Recht, ihn zu essen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Geschichte wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich mich darauf eingelassen hätte. Steam, Apple... Alles wirkt ruhig und friedlich, wenn man den Sternenhimmel betrachtet. Dabei gibt es dort oben unfassbare Gewalt und große Tragödien. Wir schauen nur nicht genau genug hin. Okay, was haben wir noch dort oben? Wilbur hat mir ganz aufgeregt geschrieben, dass ausgerechnet er vom Erzmagier als erster Professor an die Schule gerufen wurde. Ich glaube, er war sehr stolz. Aber auch ein wenig eingeschüchtert wegen der Kollegen und der Schüler. Das ist die Art von Sorgen, die wir alle im Moment gerne wieder hätten. Ja, klar. So, dann haben wir hier noch die Lottokugel. Aber da können wir sicherlich auch nichts machen. Eine Lottokugel. Leer. Sieht nicht aus, als wäre die schon mal benutzt worden. Es gibt ja auch keine... Da oben haben wir noch den Magierturm. Der Magierturm in Seefels ist berühmt-berüchtigt. Man sagt ihm ein eigenes Bewusstsein nach. Er verwirrt die Sinne. Angeblich sind einige Besucher, die der Turm nicht mochte, nie wieder aus seinem Inneren herausgekommen. Okay, soll ich mich in die Schule reintrauen oder soll ich hinuntergehen? Ich habe echt Angst. Ich sollte kein unnötiges Risiko eingehen. Besser, ich rede erst einmal mit Wilbur und den anderen.
Okay, ja, dann brauche ich nur den Weg, wie ich jetzt zu Wilbur und den anderen komme. Okay, gehen wir wieder runter, gehen wir vielleicht in das rosa Viertel. Oder gibt's hier noch irgendwas? Oh, so saure Gurken und... Süßzeug? Okay. Du bist es. So spät noch am Arbeiten? Die Arbeit des fleißigen Händlers ist nie beendet. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich fahre in den Urlaub. Dann haben wir doch den Eingang endlich gefunden. Sie weiß es nur noch nicht. Wer kümmert sich ums Geschäft, wenn du im Urlaub bist? Laufkundschaft gibt es eh keine mehr. Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Produktion. Und wenn ich zurückkomme, spreche ich mit der Ratsvorsitzenden über die Erschließung neuer Märkte. Frisch produziert. Durch Anstrengungen des Managements konnte die Produktion entscheidend optimiert werden. Dann muss es nur noch jemanden geben, der so etwas haben will. Daran arbeite ich. Jedes Schulkind im Lande braucht so eine magische Schiefertafel, wie ich finde. Ich werde das bei der Ratsvorsitzenden ansprechen. Was meintest du noch? Wo befindet sich der Zugang zum Untergrund? Ich meinte gar nichts. Und du hast da nichts zu suchen. Wo genau wurden diese flauschigen Dinger hergestellt? Nicht im Untergrund. Und dieses Plumpsklo führt nicht dorthin? Nein. Dann darf ich es mal benutzen? Oder ist die Spülung kaputt? Ich weiß nichts vom Untergrund. Ich will nur einen ehrlichen Taler verdienen. Warum gönnt mir das keiner? Ich gebe diese Scheußlichkeiten in der Schule ab. Dann bin ich erstmal weg hier. Ah, dann geh doch, Jorge. Okay. Okay, wir haben den Untergrund. Eine gute Tarnung für einen geheimen Zugang zum Untergrund. Niemand will allzu genau wissen, wohin die Dinge verschwinden, die man auf dem Plumpsklo zurücklässt. Und vor lauter Aufregung hat der Händler auch noch das Vorhängeschloss vergessen. Hallo? Ist da jemand? Ivo? Bist du das? Wilbur, was machst du nur für Sachen? Naja, also, das war nämlich so. Und dann hat er uns nicht hochgezogen. Und dann kam Timmy und meinte, du wärst in der Stadt. Und dann hast du Wilbur gerufen und ich habe... Danke, ich bin jetzt im Bilde. Eine ziemlich lange Geschichte. Ja, aber auch spannend, oder? Und manchmal witzig und ein bisschen traurig und... Was sind die nächsten Schritte? Wie verwandeln wir den Erzmagier zurück? Also, eigentlich wollte ich... Jemand anderes sollte... Wilbur wollte abhauen! Was? Also fliehen. Naja, nicht so richtig. Natürlich nicht. Wir können dieser schrecklichen Van Buren nicht einfach die Stadt überlassen. Und nach allem, was wir wissen, schleicht Munkus hier auch noch irgendwo durch die Gegend. Was unternehmen wir? Als erstes hole ich euch nach oben, schätze ich. Dann können wir zusammen überlegen, wie wir den Erzmagier befreien. Aber Remy hat recht. Solange der Zauberstab nicht zerstört ist, können wir Van Buren nicht besiegen. Meister Alistair wird schon wissen, was zu tun ist. Verlasst euch nicht auf mich. Verlasst euch auf euch selbst und auf eure Freunde. Was? Du musst lauter sprechen. Das hat der Erzmagier immer gesagt. Remy hat ihm geglaubt. Deswegen hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Was ist mit Remy? Er verlässt sich auf mich. Ich folge ihm und wir werden einen Weg finden, den Zauberstab zu zerstören. Zieh du die Zombies und Nate nach oben und lass dir etwas wegen des Erzmagiers einfallen. Vielleicht können wir uns auch ein wenig gegenseitig helfen. Wir können Gegenstände über den Korb austauschen und über das Loch miteinander reden. Na schön. Klingt wie ein Plan. Oh, es wird alles immer aufwendiger und... Hol Esther, Gulliver. Zeit, frische Luft zu schnappen.
Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Wilbur. Schon gut. Unser zweites Kind wird auf jeden Fall Wilbur heißen. Wie sieht's aus, Nate? Lust, die Sterne zu sehen? Brüllt! Und den einen Ton fand ich immer noch am besten. Du wartest hier, Timmy. Aber ich kann helfen! Das tust du. Wenn du angsterfüllte Schreie aus dem Loch hörst, dann lass dir was einfallen. Du wirst Onkel Remy doch finden. Klar. Oh, Schrott. Wir müssen ab runter ins Loch, ins dunkle Loch. Aber das schauen wir uns dann morgen in einer neuen Folge hier an, hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Es wird jetzt echt spannend, vor allem wir können jetzt ja schön immer wechseln zwischen Ivo, der fetten Elfe und guten Wilbur. Und ja, ich werde die Szene vorher trotzdem immer noch klasse. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Bis dann, ciao, ciao!